Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever 2. In der letzten Folge haben wir hier noch ein bisschen Holz auf die Linie gebracht, um dann hier die Produktion steigern zu können. Das Ganze wird noch ein bisschen dauern. Ich denke, dass wir hier dann auch noch einen zweiten Zug aufs Gleis setzen, beziehungsweise wir einfach einen Direktzug mit Werkzeug nach unten schicken, der gar nicht mehr Holz holt hier hinten. Da bauen wir lieber noch einen zweiten. Oder bauen die ganze Sache aus, das schauen wir uns dann an. Aber in der Folge jetzt speziell wollen wir uns mal mit unseren Fahrzeugen beschäftigen. Da gibt es einige, die im Zustand nicht so gut sind, wie wir hier sehen. Und da gehen wir jetzt mal durch und ersetzen die Fahrzeuge entsprechend. So, hier brauchen wir Passagiere und da gibt es diesen schönen neuen Bus. Das sollte auch relativ zügig gehen. Das ist doch hier hinten die Talfahrt, genau. Wie weit funktioniert das jetzt? Könnten wir doch gleich die Straße noch etwas ausbauen? Und dann diese Fahrzeuge entsprechend wechseln und etwas weniger machen. Wie viele haben wir denn jetzt hier? Sehr viele. Wir transportieren Steine. Das wären die. Hier sind keine Steine. Nein. Hier sind Steine. Und diese hier. Verkaufen wir. Sind das zwar jetzt nicht mehr so viele Fahrzeuge, die brauchen wir aber eigentlich auch nicht. Oh, ich sehe gerade. Das ist gar keine Steinlinie. Fahrzeuge verwalten. Brauchen Öl. Das kann der natürlich nicht. So, aber jetzt. Wie sehen sie denn aus? Ja, jetzt sollte das auch gut leer werden. Okay, das sollte sich dann schon wieder ein bisschen eintakten. Perfekt. So. Ui, da haben wir doch einen super Schnellzug. Aber wir machen jetzt erstmal mit den Fahrzeugen weiter. Wir merken uns mal Schnellzug. Das hier geht ja relativ schnell. Weil der ja jetzt einfach von der Geschwindigkeit ja gar nicht mehr in Frage kommt. So, was haben wir hier? Steinziegel. Das ist der hier von links nach rechts fährt, alles klar. Den können wir austauschen gegen unsere Bekannte hier. Wir müssen Ziegel fahren
Eigentlich fahren wir doch das, genau. Wir haben 11 Hänger. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Genau. Dann haben wir das jetzt schon erledigt und jetzt gucken wir uns mal unsere Schnellzüge nochmal an. Das Ganze wäre hier auf der Linie. Wir haben momentan auf der Linie diese, die fahren 160. Ein bisschen mehr Dampf. Was hat er hier jetzt noch dran, dass er... Ah, klar, der ist stärker. Okay, also den. Dann braucht man jetzt diese Hänger. 2, 4, 6, 7, 8. Sind wir aber ein bisschen zu lang mit 247. Sollte sich aber ausgehen. So, hier müssen wir jetzt mal gucken, dass der Grüne ich würde sagen, der Orange, der muss woanders hin. Nee, der Grüne. Müssen wir hier noch ein paar Signale hinbauen. So. Dann hier den Schnellzug. Den Schnellzug sehen wir auf ein anderes Gleis. Den würde ich gerne auf dieses Gleis ziehen.
Hier, diese Linie wollte ich mir auch nochmal angucken. Es sind zu viele. Und wir schicken dort die so auf der Linie. Okay. So. Müssen wir noch mal gucken, das ist auch extrem gut angelaufen. Ob wir das auch noch ändern. Passagiere. 14. 15. Wir haben 10. So, haben wir das gleich noch ein bisschen aufgestockt. Das läuft ganz gut. Läuft zwar auch ein bisschen in Konkurrenz zu unserem Schnellzug, allerdings kommen die hier hinten an. Da sollte das auch passen. So, jetzt müssen wir mal gucken, hier hinten, das mit dem Holz müsste soweit laufen. Um nicht zu sagen, es läuft so gut. Darum setzen wir hier eine neue Linie drauf. Von hier auch wieder hier rein. Genau. Das Ganze ist Baumstamm. Beaumont 2. Vollladen. Und entladen. Und dann sollten wir hier jetzt genug haben. Und in der nächsten Folge werden wir dann den Teil hier noch ausbauen bzw. abändern, dass hier der Werkzeugzug direkt immer fährt. Oder wollen wir es noch diese Folge machen? Müssen wir mal ganz kurz gucken. Ich denke, wir machen es nächste Folge. Da haben wir dann noch Ruhe. Bauen hier die Strecke aus, den Zug dann aufs Gleis setzen. Und hier auch den Teil ausbauen. Und dann haben wir genügend Werkzeuge, um das auch noch auszubauen weiterhin. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.